Name ist Clemens Bittlinger, ich bin Liedermacher und evangelischer Pfarrer und ich gestalte jeden Sonntag eine Liedandacht zu einem meiner Lieder. Heute soll es um das Lied gehen, Ist da vielleicht ein? Ein Lied von Oliver Gies aus dem Album Leih mir deine Flügel. Menschenmassen eilen matt durch die enge Innenstadt, reden laut mit ihren Headsets und starren ihr Handy an. Vor dem Einkaufsbunker grau sehe ich eine junge Frau, sie singt Lieder zur Gitarre und zieht mich in den Bann. Ihre Stimme klingt wie nicht von dieser Welt, vergessen sind der Lärm und das Gedränge. Unsere Welt ist nicht perfekt, vieles gibt's, was uns erschreckt. Hunger, Armut, Klimakrise, Rassismus oder Krieg. Wir sind hilflos, fühlen uns klein, aber niemand ist allein. Es braucht nur den sachten Anstoß, der andere mit sich zieht. Sei du jemand, der aktiv wird und sich sagt, ich ändere was von dem, was ich bemänge. Heute soll es um das Thema Gutes tun, freundlich sein gehen. Gerade in diesen Tagen erlebt man ja in den sozialen Netzwerken eine Unkultur des Umgangs miteinander. Wir dreschen aufeinander ein, verbal, sobald irgendein Stichwort fällt, mit dem jemand nicht einverstanden ist, oder ein Name fällt, mit dem man sich solidarisiert, den andere nicht so toll finden, wird gleich die Wahrheitskeule ausgepackt und aufeinander eingedroschen. Im normalen Umgang, wenn wir einander gegenüber sitzen würden, würden wir niemals wagen, so miteinander zu reden. Wir wären vorsichtiger, wir wären behutsamer, wir wären darauf bedacht, freundlich zu sein, Freundlichkeit zu üben. In diesem Lied von Oliver Gies geht es ja darum, dass wir uns engagieren, dass wir uns für andere einsetzen. Und noch nie gab es so viel Engagement für andere Menschen. Menschen, die anderen Menschen Gutes tun, die für andere Menschen zu himmlischen Boten wurden und werden, weil sie sich anrühren lassen, weil sie sich die Schuhe der Freundlichkeit anziehen und sich auf den Weg machen, dass wir einander begegnen, dass wir behutsam, liebevoll und freundlich und friedfertig miteinander umgehen können. Denn das ist mein Eindruck, dass in diesen Tagen der innere Frieden gefährdet ist. Dass Menschen, dass Freundschaften zerbrechen, dass in Familien man nicht mehr miteinander reden kann, weil die einen trauen dem Staat und die anderen trauen dem Staat nicht mehr. Und es ist ganz schwierig geworden, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und dennoch lohnt es sich. Und dennoch ist es wichtig, dass wir dabei Freundlichkeit üben, dass wir miteinander freundlich umgehen. Freundlichkeit ist eine der Grundeigenschaften Gottes. Im Psalm 34 heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ein Satz, den wir aus der Abendmahlsliturgie kennen, aus der Eucharistiefeier. Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern und schmecken und sehen, das heißt ganzheitlich erleben, wie freundlich unser Gott ist. Dass wir quasi diese Freundlichkeit in uns aufnehmen und dann nach außen tragen. Im Brief an Titus, Kapitel 3, Vers 4, wird die Freundlichkeit als eine der Eigenschaften Gottes bezeichnet. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass uns diese Freundlichkeit in dem Menschen Jesus von Nazareth begegnet. An ganz vielen Stellen. Jesus war ein Mensch, der freundlich auf andere zugegangen ist. Natürlich nicht immer. Es gab durchaus Situationen, wo auch Jesus mal der Kragen geplatzt ist, wo er in Streitgesprächen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten klare Worte gefunden hat, die nicht so freundlich klangen. Aber insgesamt war sein Weg und sein Wesen gekennzeichnet von Freundlichkeit, von Menschenfreundlichkeit.
Natürlich gab es auch die Situation, wo Jesus im Tempel auf die Händler stieß und ihre Tische umgeworfen hat und rief: Das ist ein Tempel, das ist ein Haus Gottes und kein Kaufhaus. Jesus war auch nur ein Mensch. Aber seine Botschaft war gekennzeichnet von Barmherzigkeit, von Menschenfreundlichkeit. Jesus sagt in der Bergpredigt: Menschen, die man mag, freundlich zu begegnen, das kann jeder. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie in Internetforen miteinander umgegangen wird, dann wäre das ein gutes Forum, Freundlichkeit zu üben. Das heißt, wenn mir jemand frech begegnet, wenn mir jemand mit unglaublichen Vorwürfen begegnet, nicht die Geduld zu verlieren, sondern zu segnen. Zu segnen die, die uns verfluchen. Es gibt im Englischen den Satz: If they go low, we go high. Wenn sie dir auf der untersten Ebene begegnen, dann begegne du ihnen auf der oberstmöglichen Ebene. Und dazu gehört Freundlichkeit. Und diese Freundlichkeit kann ich üben. Wie gesagt, das Wesen Jesu und der Weg Jesu war gekennzeichnet von dieser Freundlichkeit. Ein wichtiges Gleichnis, was Jesus erzählt, das fast jeder kennt, der sich noch ein bisschen mit christlichem Glauben auskennt, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und er sagt darin ja: Am Ende handle du genauso wie dieser eine, der sich anrühren ließ, der stehen blieb, der abstieg und der den Kranken, den Geschundenen versorgt hat. Jesus war sich nicht zu schade, vor seinen Jüngern niederzuknien und ihnen die Füße zu waschen, Gutes zu tun, eine Wohltat nach dem langen Weg, den sie unterwegs waren. Und Petrus sagt: Du kannst uns doch nicht die Füße waschen, lass mich dir die Füße waschen. Und Jesus sagt: Wer unter euch der Größte sein möchte, der sei euer Diener, der sei derjenige, der anderen Gutes tut und für andere da ist. Und so war es Kennzeichen der christlichen Gemeinde, der ersten Christenheit, dass sie Gutes getan haben, dass sie wohltätig waren, dass sie sich gekümmert haben um die Witwen und Waisen, dass sie die Kranken versorgt haben und dass sie Gütergemeinschaft hatten. Diesen Wesenszug trifft man übrigens in fast allen Religionen. Es ist eine der 5 Säulen des Islam, dass man regelmäßig Almosen geben soll, dass man sich um die kümmert, die weniger haben als man selber. Als wir vor vielen Jahren in Thailand unterwegs waren, haben wir beobachtet, wie Menschen sich bei den Bettelmönchen bedankt haben, nachdem sie ihnen etwas gegeben haben. Sie haben sich bedankt für die Möglichkeit, Gutes zu tun. Im Galaterbrief wird die Freundlichkeit als eine der Früchte des Geistes bezeichnet. Und Paulus schreibt im Brief an die Kolosser: Zieht an die Freundlichkeit. Paulus beschreibt das wie ein Kleidungsstück. Er sagt: Du kannst Freundlichkeit einüben. Du kannst dir die Schuhe der Freundlichkeit anziehen und in ihnen Jesus nachfolgen. Du kannst in den Schuhen der Freundlichkeit wandeln, in den Spuren der ersten Christen. Das wäre doch eine schöne Aufgabe für die nächsten Tage und Wochen, dass wir üben, freundlich zu sein. Vielleicht gerade dann üben, freundlich zu sein, wenn andere uns nicht freundlich begegnen. Vielleicht auch in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften die Freundlichkeit neu entdecken. Wie begrüßen wir einander, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen?
Wie begrüßen wir einander? Wie gehen wir miteinander um, wenn die Routine sich einschleift und wir vergessen, dem anderen zu sagen, es ist schön, dass du da bist? Die Freundlichkeit, in den Schuhen der Freundlichkeit zu wandeln, kann ganz unterschiedliche Ausformungen haben. Das heißt aber auch, dass es ganz unterschiedliche Paar Schuhe gibt, die ich mir da anziehen kann. Manche haben die Schuhe der Gleichgültigkeit an. Wieder andere haben die Schuhe der Bequemlichkeit an. Hausschuhe, Pantoffel. Wieder andere haben die Schuhe der Rechthaberei an. Welchen Schuh ziehe ich mir regelmäßig an? Und ich möchte lernen, den Schuh der Freundlichkeit, die Schuhe der Freundlichkeit mir überzuziehen und auf andere zuzugehen. Im Namen der Menschlichkeit, im Namen Jesu, auch mit mir selber lernen, freundlich umzugehen. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann heißt das ja auch, schau, dass du auch mit dir selber, gerade auch in dieser Zeit, freundlich umgehst. Und dann lernst, freundlich auf andere zuzugehen und Freundlichkeit zu üben. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger.